Herzlich willkommen. Sorry, ich war gerade irritiert. Hat gerade ein bisschen gebraucht, bis die Zahl rot geworden ist. Egal. Willkommen zurück hier bei Recycling Manager. Wir fahren jetzt die letzte Etappe der Colorado-Rundfahrt und die Hamburg Style Classics. Ich weiß noch nicht, was wir zuerst fahren, weil das das Spiel so ein bisschen bestimmt, nicht wir. Die Vuelta hat begonnen indes, bei der wir nicht teilnehmen dürfen, mit einem Mannschaftszeitfahren. Team Sky hat gewonnen vor BMC und Astana. Damit ist jetzt Christian Knees vor Chris Froome im Führungstrikot. Glückwunsch an den Deutschen, den wir bei der WM wahrscheinlich nochmal sehen werden und auch steuern werden dürfen. Na gut, 24. August, ja, ich wusste es. Als allererstes müssen wir das Rennen in Hamburg fahren, bevor wir die Colorado-Rundfahrt beenden dürfen. Aber diesmal habe ich schon damit gerechnet. Von daher schockt mich das Spiel nicht mit dieser Mitteilung. So, Classics Hamburg. Ich habe mir einen Zettel geschrieben, weil mir irgendwann mal jemand gesagt hat, hey Fritte, ich find's doof, dass du nicht mehr so die Rennen planst. Und darum habe ich das mal wieder gemacht. Und ja, darum habe ich jetzt hier schon ein paar Fahrer angemeldet, bei denen ich wusste, yo, die wolltest du anmelden. Reimer darf auch mit. Dann nehmen wir mal hier Rigurigu, ja, der hat auch extrem viele Renntage jetzt schon auf dem Buckel. Fährt er denn dieses Jahr noch viele Rennen? Oder ist das jetzt so sein letztes? Der fährt im Oktober zum Beispiel gar nichts mehr. Okay, wir können ihn hier mitfahren lassen, kein Ding. Tja, heute ganz einfache Taktik, alle für Tulek. So sieht's aus und wir sehen uns nach der Ladesequenz. Also bis dann. Herzlich willkommen bei den Hamburg Style Classics. 219 Kilometer lang, Deutschlands größtes Eintagesrennen. Und ich bin froh, dass wir hier am Start stehen dürfen. Wir haben ein Fahrerfeld. Das war falsch, das 165 Fahrer umfasst, also richtig, richtig viel. Leute sind hier mit dabei und es gibt sofort die ersten Attacken. Mohorovic greift an aus der Cannondale-Mannschaft. Eigentlich wäre ich ja auch gerne in die Fluchtgruppe des Tages gegangen. Aber ja, Satz mit X. 10 Fahrer sind jetzt vorne, Preiler geht mit, Kreder geht mit, Carmagno geht mit. Poljanski geht mit. Und jetzt reagiert das Feld. Jetzt reagiert das Feld, das war klar. Guck mal, wen wir hier haben. Ludwigsson aus der Giant Shimano Mannschaft. Der schwedische Meister. Nächstes Jahr bei uns unter Vertrag. Auch ihn können wir heute mal beobachten. Er wird aber wahrscheinlich Helferdienste verrichten müssen. Mark Renshaw haben wir hier aus der Omega Pharma Quickstep Mannschaft. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gegner. Nämlich ihn. Den Lord, wie ihn Cycling Memes auf Facebook nennt. Peter Sagan. 54 hat er mittlerweile im Sprint. 84 hat er mittlerweile im Sprint. 85 in der Beschleunigung. Also beinahe perfekt, denn in diesem Spiel ist der höchste Wert, den man erreichen kann, 85. Alter Schwede. Und noch dazu, das dürfen wir nicht vergessen, ist am Hügel exzellent. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Tja, wen haben wir dabei? Gerald Ciolek natürlich. Allen voran ist er zu nennen. Wir haben Martin Reimer mit dabei. Wir haben Kudus mit dabei. Wir haben Rigurigu mit dabei. Also ein paar Fahrer haben wir schon auch mit am Start, die hier vielleicht was reißen könnten. Mit ein bisschen Glück. Und Martin Reimer versucht's. Eigentlich ein guter Sprinter, aber er versucht's mal mit einem Ausreißversuch. Und einige versuchen da hinterher zu fahren. Martin Reimer, zieh einfach mal durch. Da vorne ist Cameron Meyer. Ja, auf den kannst du aufschließen. Oh, jetzt Achtung mit dem roten Balken. Oh ja, das klappt, das klappt. Die haben aufgehört, ihn zu jagen. Cameron Meyer natürlich ein bisschen überlegen, aber Reimer ist der bessere Sprinter. Und das könnte ein Vorteil werden, sollten die beiden wirklich durchkommen. Die nächsten Attacken. Jascha Sütterlin, Tanner,
Danny Pate, Kreda. Oh ja, jetzt fahren sie da hinterher. Och du liebe Zeit. Und da wird auch Reimer schnell eingeholt. Schade. Für einen Moment sah es gut aus. Jetzt ist er eingeholt. Sehr, sehr hektische Anfangsphase des Rennens. Muss man ja mal sagen. Vorne sind jetzt zwei Fahrer. Villeneuve und Cameron Meyer immer noch. Und mehr wie Kudos versucht. Julian Kern geht hinterher. Erviti geht mit. Mendes. Lutsenko. Das sind wieder zu viele fürs Feld. Sie versuchen gleich wieder hinterher zu fahren. Und Kudos jagt die beiden Ausreißer. Das Feld lässt ihm aber nicht viel Vorsprung. Ja, aber er kommt weg. Er kommt ein bisschen weg. Jetzt vergrößert sich sein Vorsprung wieder, weil man hinten die Beine hochnimmt. Man schaut sich gegenseitig an und somit hat Kudos die Möglichkeit, da vorne mit aufzuschließen. Die Attacke scheint also zu klappen. Wenn da hinten jetzt nicht gleich wieder die wilde Attackiererei von vorne losgeht. Doch, sie geht los. Natürlich. Na, mal gucken. Eine Minute hat Kudos jetzt schon rausgeholt. Es sieht gar nicht mal schlecht aus. Was der Eritreaner hier fährt. Da vorne Villeneuve. Gut am Hügel, gut in der Beschleunigung. Und Cameron Meyer, den haben wir uns hier bereits angeguckt. Und jetzt eben auch Merha Vikudus. Eigentlich ein Bergfahrer, der auf dem Terrain, das heute uns erwartet, ihr seht's. Warte, ihr seht's nicht, jetzt seht ihr's. Eigentlich mehr oder weniger verloren ist. Außer diese kleinen giftigen Steigungen, die es hier gibt. Aber hey, die gibt's nun mal und vielleicht sind das die Steigungen, an denen Kudus davonkommt. Johannes Fröhlinger haben wir hier. Ehemaliger Gerolsteiner Fahrer. Jetzt bei Giant Shimano unter Vertrag. So, und Kudus ist vorne angekommen. Es sieht so aus, als würde das die Spitzengruppe des Tages sein. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel dran zu meckern. 2,5 Minuten Vorsprung haben wir momentan mit diesen drei Fahrern. Aber das Feld will sie nicht zu weit wegkommen lassen, was auch irgendwo verständlich ist, denn es sind drei gute Radfahrer. Es ist nicht so, dass das übliche Klientel, das sich da in solche waghalsigen Fluchten von Beginn an drängt. Nein, heute sind da schon echt gute mit dabei. Petacchi haben wir auch am Start aus der Omega Pharma Quickstep Mannschaft. Auch er war mal Weltklasse Sprinter, mittlerweile ja nur noch Mittelklasse. Aber die Mannschaft Omega Pharma Quickstep hat heute nicht die besten Sprinter aufgeboten. Naja, vielleicht können sie mit Stüber punkten. Mal schauen. Auch Giant Shimano hat nicht die besten Fahrer dabei. Nikias Arndt ist heute der Sprintkapitän und wir wissen, dass es die Mannschaft ist mit Meskec, mit Kittel, und auch natürlich mit John Degenkolb. Also da hätte man noch mehr machen können. Sprinter sind heute viele am Start. Das muss man sagen. Neben Sagan, Viviani aus seiner Mannschaft auch noch mit dabei. Demar haben wir mit dabei. Dann Nizzolo, der Italiener, fährt heute ebenfalls hier mit. Boy van Poppel, sein Bruder, ist ja bei der Colorado-Rundfahrt mit uns am Start. Dann haben wir Sascha Modolo aus der Lampre-Mannschaft, genauso wie Roberto Ferrari. Tyler Farrar fährt für die Garmin-Sharp-Mannschaft. Sehr starker Sprinter ebenfalls, ja, wobei mittlerweile nicht mehr ganz so stark, wie es mal war. Ja, Jürgen Röhlands kann heute auch eine Chance bekommen. Daniel Ost ist mit dabei. Auch Rick Zabel, sein Sohn. Der ist aber noch ein bisschen schwach auf diesem Spiel. Und warum habe ich dessen Namen eigentlich nicht geändert? Das ist ja Schande über mein Haupt. Dann haben wir Hutarovic mit dabei. Dann Davide, glaube ich. Apollonio ist mit dabei. Brian Koka. Sehr starker Sprinter, dann Dalley Impey, Francisco Ventoso von der Movistar-Mannschaft. Also, oh, Guardini ebenfalls aus dem Team Astana, Nikias Arndt aus der Giant Shimano-Mannschaft. Könnte heute die Überraschung werden. Petacchi vielleicht, ich glaube aber nicht so recht dran. Rüdiger Selig, heute als Kapitän gemeldet der Mannschaft Katjuscha, der Deutsche. Kreda von Montegroup Goubert.
Tja, Dempster ist, glaube ich, kein Sprinter. Doch, das ist ein Sprinter, sogar ein recht guter. Geraint Thomas fährt heute für Sky als Kapitän. Und auch Saxo Bank ist mit dabei, aber die haben heute wirklich kein gutes Team aufgeboten. Naja. 8 Minuten Vorsprung jetzt für Kudus, für Vinay und für Cameron Meyer. Aber die Tendenz ist bereits jetzt schon sinkend. 130 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Und wir haben zwar Čiolek dabei, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass er nicht mehr so gut in Form ist. Von 3 bis 6 war seine Form, glaube ich, auf einer 3, auf einer, von 3 bis 6, von 1 bis 6. 1 wäre sehr gut, 6 wäre eben ungenügend, wie in der Schule, war seine Form, glaube ich, auf einer 3. Also eigentlich nicht die Form, die ausreicht, um einen Peter Sagan zu schlagen. Okay, Fröhlinger war kurz abgehängt, weiß auch nicht warum, vielleicht einen Defekt gehabt oder gestürzt. Tja, die drei hier vorne. Die kämpfen um ihre Chance. Was sollen sie auch sonst tun? 6 Minuten sind es noch, 100 Kilometer aber auch noch zu fahren. Das ist eine sehr, sehr lange Distanz. Für so eine Flucht. Und Kudus, der hat auch langsam schon Ausdauerprobleme. Ja, und wenn ich mir die Ausdauerwerte bei den anderen beiden hier anschaue, wird es sie ähnlich ereilen, glaube ich. Die hat keine sehr gute Ausdauer von den dreien. Von daher wird das hier schwierig werden. 5 Minuten noch. 90 Kilometer bis ins Ziel. Die Mannschaft Cannondale macht natürlich Tempo wie verrückt für Peter Sagan. Sie wissen, was sie an ihm haben. Und sie wissen auch, dass er heute der Favorit des Tages ist. Keine Frage. Dann noch mit Viviani als Sprintvorbereiter. Das alleine Viviani wäre ja schon Konkurrenz genug, aber nö. Das ist gerade mal der Vorbereiter für Peter Sagan. Also das wird ein ganz, ganz schweres Rennen. Ob das hier die Alster sein soll in Hamburg? Ich weiß es nicht genau. Ob Hamburg denn so aussieht, wie Hamburg aussieht? Naja, ein bisschen vielleicht. Aber nicht wirklich. 72 Kilometer, wieder einer abgehängt. Diesmal ist es Conti aus der Lampro-Mannschaft. Und wir sehen, es gibt einen Rundkurs. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal die Strecke anschauen. So wird das später dann sein, wenn es Richtung Ziel geht. Boah, ey. 3,5 Minuten noch. Das wird, glaube ich, nichts. Auch wenn wir jetzt nicht mehr weit... Es ist nicht mehr weit bis ins Ziel. So, es geht dann hier lang. Also wahrscheinlich noch 2 Runden. Das kann man ja gut hier an diesen Hügeln ablesen. Jetzt nochmal da drüber und dann nochmal drüber. War das schon der Hügel? Nee, der kommt jetzt erst. Jetzt geht's hier runter. Ja, genau, hier geht's hier runter. Und dreimal müssen wir da sogar rüber. Jetzt das erste Mal davon. Jon Schulti hier hinten holt nochmal die Flaschen für seine Kollegen. Ah, und Kudus Ausdauer ist jetzt extrem schlecht. Ja, wie Kudus, da fehlt es einfach an der Grundlagenausdauer bei ihm. Er ist halt noch ein sehr junger Rennfahrer. Und das ist es eben, was man meint, wenn man sagt, da fehlt die Rennhärte. Und bei Kudus merkt man es gerade sehr. Sehr, sehr deutlich. Boah, das Feld reißt jetzt aber schon ein bisschen. Wo ist Peter Sagan? Das ist natürlich die große Frage. Der ist natürlich ganz, ganz vorne, der passt auf. Der Fettlever, der passt auf. Lässt sich den Schneid nicht abkaufen. Und da gibt es eine Attacke von Quinciato. Von der BMC-Mannschaft. Die haben viele in ihrem Kader, die sowas können. Erst neulich gesehen bei der Colorado-Rundfahrt, als Greg van Avermaet so eine Attacke gemacht hat und dann gewann. Jetzt ist es eben Quinciato. Und wir müssen aufpassen, wo ist Sagan hinter uns? Das ist gut, da gehört er hin. So, wo ist der Aufpasser von... Es gibt ihn nicht mehr, alles klar. Pass du mal auf Rigogo auf. Wäre schon schön, wenn wir Rigogo mit bis ins Ziel bringen könnten.
Auch wenn es schwer ist. Wie geht's Kudus? Richtig schlecht. Eigentlich braucht er jetzt auch gar kein Tempo mehr machen. 38 Kilometer sind es noch. Quinciato haben wir da vorne gerade runterfahren sehen. Wir machen mal Strategie. Alle für Tiolek außer Kudus. Der darf auf eigene Rechnung fahren. Auf Etappe fahren, wie im Angriff fahren. Angriffen folgen, ja, wohl eher nicht. Aber mach du mal. Kudus hier mit den anderen beiden. Bis jetzt hat er es gut gemacht. Aber wenn ich mir seinen grünen Balken anschaue, ey, boah, das ist alles andere als gesund auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt gucken. Sagan ganz, ganz weit vorne. Samit Godasch. Und Peter Sagan, der kann natürlich auch jederzeit hier angreifen. Stark genug wäre er. Macht es aber noch in Klammern nicht. Wo ist Rigugui? Wo ist Reimer? Oh, Reimer, auf den brauchen wir nicht mehr 10, glaube ich. Aber hey, Rigugui kann noch aufpassen auf Tiolek. Das ist gut. Okay, Vorsicht. Sagan ist hier schon sehr, sehr weit vorne, finde ich. Da vorne ist Kudus. Kudus wird jetzt also abgehängt. Merhavi Kudus wird von seinen Verfolgern, von seinen Mitausreißern abgehängt. Aber auch die sehen nicht mehr sehr frisch aus. Der Tritt wird langsam, der Tritt wird müde. Und auch Quinciato wird wohl eingeholt. Der Italiener. Sehr, sehr mutiger Angriff, aber ja, ich glaube auch der Hügel hat ihn so ein bisschen zugesetzt. 29 Kilometer, auf einmal wird alles langsam. Warum? Und Rigugui greift an. Why not? Angriff von Josef Rigugui. Weil hier im Feld irgendwie keiner mehr das Tempo machen will, greift er mal an. Sowas hat schon oft genug geklappt in diesem Jahr. Rigugui jetzt also auf der Soloflucht. Fernandez geht mit. Das ist der Spanier, der für Euskaltel mal gefahren ist. Auch ein Sprinter. Gerard Tiolek hier weit vorne mit dabei. Rigugui. Jetzt heizt er hier diesen Hügel hoch. Wen haben wir hier vorne? Pommel, Steven, Sagan. Ja, jetzt noch nicht. Aber es ist das letzte Mal, dass wir hier rüberfahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Scheiß drauf. Tiolek versucht's. Ist das clever? Nicht wirklich, ne? Doch, 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 doch. Wir machen weiter. Rigugui wartet. Tiolek greift an. Aber das Feld, das holt uns, das holt uns. Na, okay, doch nicht. Okay, chill, 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 Gerald, chill. Und leider wird auch Rigugui eingeholt. Schade. Ich dachte mir, ich versuch's mal, bevor es zu spät ist und wir uns ärgern, dass wir es nicht versucht haben. Coldo Fernandez greift nochmal an. Vorne immer noch Meyer und Vienne. Völlig unbeeindruckt dessen, was hier hinten passiert. Tiolek, fahr nicht die ganze Zeit vorne im Wind. Das musst du nicht. Und Sagan folgt uns scheinbar. Was machst du da eigentlich? Ich weiß es nicht so genau. Okay, haben wir hier noch jemanden vorne? Van Zyl ist noch vorne dabei. Aber der wird wahrscheinlich, ja. Der sieht ziemlich platt aus. Was kannst denn du mal gerade machen? Du kannst mal Hutarovic folgen, wenn du es schaffst. Vielleicht schafft er noch ein persönliches gutes Resultat. Das würde mich ja auch freuen. So. Rigugui, wir brauchen dich jetzt auf jeden Fall. Und zwar hier vorne. Sagan klebt an unserem Hinterrad. Schalt's den Kopf dich aus. Der klebt an unserem Hinterrad. Darwin Atapuma kommt nach vorne. Auch der Name ist falsch geschrieben, nicht wundern.
Julek, warum fährst du so extrem weit vorne? Ich verstehe es einfach nicht. Rigulgul. So, jetzt ist er endlich mal vorne angekommen. Das freut mich ja sehr. Aber er ist platt. Der ist jetzt so gut wie platt. Da kann man nicht mehr viel erwarten. Aber wir versuchen es trotzdem mal so ein bisschen. 7,8 Kilometer sind es noch. Petaki jetzt vorne. Oh, der sieht aber jetzt platt aus. Petaki sieht jetzt richtig platt aus. Es kommt kein Hügel mehr. Fanzyl! Was? Was macht... Ah ja, klar, der... Habe ich dem gesagt, dass er Petaki folgen? War es nicht Futarovic? Auf jeden Fall fährt er jetzt hier vorne mit rum. Vorne sind immer noch drei Ausreißer. Koldo Fernandes macht das Tempo. Was macht Agnoli da? Greift er nochmal an? Nein, ich glaube nicht. Okay, okay, okay. 28 Sekunden ist der Vorsprung noch groß. Und Rigulgul macht mal so ein bisschen das Tempo. So langsam kann er es ja auch mal tun. Rigulgul macht das Tempo. Chiolek dahinter, dann Sagan und Nizzolo. Boah, das ist extrem risikoreich, was ich hier mache. Aber ich muss es ja tun. Irgendwer muss es ja tun, wenn nicht wir. Wenn nicht die anderen vielmehr. Wer, wenn nicht wir? So rum. Alter Schwede. Modulo und so, die sind zu früh im Wind. Das ist keine Frage, glaube ich. Hoffe ich. Und wir müssen los. Scheiße, 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 scheiße. Das war nix, das war nix. Und Peter Sagan eröffnet den Sprint jetzt schon. Chiolek wird wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel Kraft haben, wenn er ins Ziel kommt. Er holt nochmal ein bisschen auf, aber das war nix. Ah, und guckt euch die Balken an. Die sind noch so voll. Peter Sagan gewinnt erwartungsgemäß die Classics Hamburg. Zweiter wird Arnaud Demar, dritter Gerard Chiolek, vierter Monolo, fünfter Nizzolo, sechster Oss, siebter Guardini, achter Hutarovic, neunter Westra, zehnter Ian Stannard. Teamwertung gibt es nicht in so einem Rennen. So ein Quatsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge.